Weltspartag! Heute ist der 31. Oktober 2007. Ich hoffe, ihr habt euer Schweinchen geschlachtet und zur Bank gebracht. Wenn nicht, es ist jetzt zu spät, die Banken haben zu. Und damit herzlich willkommen bei OrgaTV. Hallo auch in meinem Namen. Ihr solltet heute gut aufpassen in unserer Sendung, denn wir haben was für euch. Wir verlosen zwei Karten für die Uni-Veranstaltung, das Oktoberfest, heute Abend ab 21 Uhr in der Mensa. Ihr solltet also gut aufpassen und dranbleiben. Unsere Themen heute sind: Gruselig von Geistern und Kürbissen. Sportlich von der Uni in den Olymp. Fraglich, die Zukunft des Unimarkts. Schlagfertig, Süßes und Saures. Ein kleiner Tipp noch von mir, passt auf, die Lösung zur Frage am Ende der Sendung gibt es in unseren Beiträgen. Und aufpassen solltet ihr jetzt auch, denn Michael Schuh hat euch alle Neuigkeiten aus der Medienwelt und hier die Uni-News vom Campus zusammengestellt. Das Ringen um einen Einstieg bei der amerikanischen Online-Gemeinde Facebook ist entschieden. Microsoft kauft einen Anteil von 1,6% und zahlt dafür 240 Millionen Dollar. Damit hat sich der Software-Riese gegen das Internetunternehmen Google durchgesetzt. Die Axel Springer AG will das Online-Angebot bild-t-online.de künftig alleine betreiben. Mitgesellschafter Telekom soll herausgekauft werden. Mit der vollständigen Übernahme will Springer das Markenprofil der Zeitung Bild stärken. Bei den Präsidentschaftswahlen in Südkorea ist erstmals die Stimmabgabe per SMS möglich. Damit sollen Koreas Jungwähler, die sogenannte Generation Daumen, zur politischen Partizipation ermuntert werden und am 19. Dezember massenhaft abstimmen. Apple schränkt im Weihnachtsgeschäft den Verkauf des iPhones auf 2 Geräte pro Käufer ein. Außerdem kann das Mobiltelefon nicht mehr bar bezahlt werden, sondern nur noch mit Kreditkarte. Mit dem Verbot von Barzahlungen wolle man die schnellen Wiederverkäufe ausbremsen. Mit 4 Monaten Verspätung geht Apples neues Betriebssystem Mac OS X 10.5 Leopard in den Verkauf. Mehr als 300 Neuerungen soll das neue Betriebssystem bringen. Die Optik im 3D-Look und jede Menge Glitzerkram stechen direkt ins Auge. Concert Online heißt die neue Webplattform, über die Musikfans ab sofort Live-Konzertvideos beziehen können. Darüber hinaus informiert die Plattform über Auftrittstermine und bietet den Fans Community-Foren an. Der Musikkonzern Sony BMG geht ins populäre Internetportal MySpace. Sony BMG werde Musik und Videos seiner Künstler auf MySpace-Seiten platzieren. Geld bringen sollen dabei unter anderem Werbeerlöse. Die WAZ Mediengruppe startete am Montag ihr neues Online-Angebot Der Westen. Damit werden die Online-Angebote von 5 Zeitungstiteln der Gruppe vereinigt. Neben einer Vielzahl an lokalen, nationalen und internationalen Nachrichten werden im Zuge des Web 2.0 ein Community-Bereich, Videos und Weblogs angeboten. Nach 3,5-jähriger Amtszeit tritt der AStA-Vorsitzende der Saar-Uni Bernd Weber zurück. Weber begründete seine Entscheidung mit seiner beruflichen Zukunft. In seiner Amtszeit fielen unter anderem die Einführung allgemeiner Studiengebühren sowie die weitgehende Umstellung des Studienangebots auf Bachelorabschlüsse. Musik
So, das waren also die News für den 31. Oktober. Am 31. Oktober ist ja bekanntlich Halloween. Aber Halloween hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren zu einem, sagen wir mal, Hype entwickelt. Als ich zum Beispiel noch ein Kind war, hat man Halloween gar nicht wirklich gefeiert. Ich habe vielleicht mal abends am 31. Oktober mit meinen Eltern eine Rübe ausgehöhlt, habe die vor die Haustür gestellt und ein kleines Teelicht reingemacht. Aber so wie man Halloween heute kennt, so wie es aus Amerika rübergekommen ist, so war das in meiner Kindheit nicht. Heute ist der Hype so groß, dass die Spielwarenindustrie schätzt, dass im Jahr 2007 ungefähr 150 Millionen Euro für Gruselartikel rund um Halloween ausgegeben wurden. Das ist natürlich enorm. Und in Kaufhäusern werden zum Beispiel extra Halloween-Artikel, Stände, Abteilungen, Halloween-Abteilungen aufgestellt, dass man sich Schminke, Dracula-Gebisse, Theaterblut, alles das kaufen kann, um sich am 31. Oktober zu verkleiden, um dann auf die vielen Halloween-Partys zu gehen. Des Weiteren gibt es in Supermärkten extra zu Halloween Halloween-Würste, es gibt Halloween-Ofenkartoffeln für die Kinder, es gibt ganz nach dem amerikanischen Brauch Trick or Treat, Süßes oder Saures, also kleine Süßigkeiten in Halloween-Form, in Form kleiner Gespenster oder Kürbisse. Auch die Kinder ziehen heutzutage abends, wenn es dunkel wird, am 31. Oktober um die Häuser, sind verkleidet als Vampire, Hexen, Geister, Gespenster, klingeln an den Haustüren und rufen dann wie in Amerika Trick or Treat, halten ihr Beutelchen auf und verlangen von den Leuten Süßigkeiten. Die Privathäuser werden auch geschmückt. Man sieht immer öfter, dass an den Landstraßen zum Beispiel Kürbisse extra zum Verkauf gezüchtet werden. Und da stellt man sich natürlich die Frage, ist Halloween eine kommerzielle Erfindung der Industrie? Warum feiert man eigentlich Halloween? Ach du Scheiße, das ist ja schon so lange her. Leck. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht. Weißt du denn, wo es herkommt? Aus den USA. Das kommt doch eigentlich von den Amerikanern. Bei uns gab es das doch nie. Aber wir nehmen ja jeden Trend mit und von daher, im Grunde zum Feiern hat glaube ich, noch nie jemand geschadet. Von daher haben wir gesagt, okay, nehmen wir den Trend hier nach Deutschland mit. Und es macht ja auch irgendwo Spaß, sich zu verkleiden. Sonst würden wir kein Fasching feiern. Und warum nicht zweimal im Jahr verkleiden? Also wie in Deutschland nur, weil es die Amerikaner machen. Und es kommt woher? Aus Amerika. USA. Warum feiert man Halloween? Keltischer Brauch, würde ich sagen. Vor über 2000 Jahren feierten die Kelten ihr Fest Samhain, den Vorabend des späteren christlichen Feiertages Allerheiligen. Im englischsprachigen Raum All Hallows Eve genannt, entwickelte sich daraus der Begriff Halloween. Die Kelten glaubten, dass an diesem Tag die Toten versuchten, von der Seele eines Lebenden Besitz zu ergreifen und sich somit ein Leben nach dem Tod zu ermöglichen. Um von den bösen Geistern nicht erkannt zu werden und diese abzuschrecken, trugen die Menschen abscheuliche Masken, wie man heute in der Halloween-Maskerade wiederfindet. Aber was hat das mit den Kürbissen zu tun? Dieser Brauch geht auf die irische Sage des Jack O'Lantern mit seiner Rübenlaterne zurück. Auswanderer brachten dieses Brauchtum mit in die USA, wo ein imposanter Kürbis die Rolle der bescheidenen Rübe übernahm. Angefangen hat alles mit zwei Kürbissen aus Rheinland-Pfalz, die meine Eltern damals mitgebracht haben. Diese Kürbisse wurden dann verwertet in Kürbiskuchen oder Kürbissuppe und den Rest habe ich mir dann geschnappt, also die Kürbiskerne. Mit denen haben wir getrocknet über Winter, kalt gelagert und im nächsten Frühjahr dann in unserem Pferdemist eingepflanzt. Dann sind die gesprossen ohne Ende, sind
Friesen Pflanzen rausgekommen und wir hatten auf einmal im Herbst 30 Kürbisse. Was nun mit so viel Kürbissen? Da hatten wir uns überlegt, da wir an der Hauptstraße wohnen, stellen wir ein Verkaufsschild raus und so sind wir zum Verkauf von Kürbissuppe und halt den Kürbissen gekommen. Das Geld, das man damit einnehmen kann, das ist nicht viel, aber es ist ein lohnender Nebenverdienst. Es macht Spaß, die Kürbisse wachsen zu sehen und mir geht es halt hauptsächlich darum, einen riesengroßen Kürbis zu züchten und den Rest, den man dann verkaufen kann, das ist halt schöner Nebenverdienst. Das machen wir jetzt schon seit circa 5, 6, 7 Jahren. Wir haben auch schon Kunden, die schon das vierte oder fünfte Jahr jedes Jahr mal kommen und wissen, dass sie bei uns große Kürbisse bekommen, wo sie tolle Suppe draus machen können. Halloween ist also keine amerikanische Erfindung, sondern eine Vermischung aus einem keltischen und einem christlichen Brauch sowie einer irischen Erzählung. Na Stefan, hättest du das gewusst oder wärst du bei unserer Umfrage auch drauf reingefallen? Ja, das wusste ich nicht, das ist mir neu gewesen. Wusstest du aber, dass viele Spitzensportler mit uns an der Uni studieren? Vor, zwischen oder nach der Vorlesung gehen viele von ihnen unten direkt unterhalb der Uni im Olympiastützpunkt trainieren. Ja, das war mir bekannt, denn die Uni Saarbrücken liegt ja natürlich von ihrer Lage her optimal. Von den Vorlesungssälen ist es nur ein kleiner Katzensprung bis zu den Leistungszentren. Ganz besonders schön ist natürlich die neue Leichtathletikhalle mit ihrer Tartanbahn, mit ihrer Sandgrube für den Weitsprung, mit ihrer Hochsprunganlage, mit ihrem Käfig für den Hammerwurf. Da können sich Athleten optimal darauf vorbereiten. Des Weiteren ist dort ja auch noch ein Kraftraum integriert, wo man Fitness- und Kraftübungen machen kann. Man kann sich also optimal auf die Wettkämpfe vorbereiten. Und wusstest du auch, dass sich dort richtige Spitzensportler wie zum Beispiel Bianca Kappler oder Boris Henry die Klinke in die Hand geben? Bianca Kappler hat ja 2005 bei der Hallen-EM in Madrid die Fair-Play-Trophäe gewonnen und Boris Henry ist ja auch ein saarländischer Spitzensportler im Speerwurf. Wir haben Tina Krohn, sie ist Leichtathletin, einmal bei ihrem Training begleitet und sie gefragt, wie sie denn die Uni und den Spitzensport unter einen Hut bekommt. Jeden Leistungssportlers ist es, einmal bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen. Doch der Weg dahin ist lang und mit vielen Hürden verbunden. Tina Krohn, Leichtathletin beim SV Saar 05 und Olympia-Anwärterin beim 400 Meter Hürdenlauf, kann dem sicherlich nur zustimmen. Neben ihrem harten Trainingsalltag studiert die gebürtige Saarländerin BWL an der Universität. Wir fragten sie im Interview, wie sie diese beiden Vollzeitjobs unter einen Hut bringt. Also jetzt seit 16 Jahren, aber so richtig spezifisch würde ich jetzt sagen, dass ich seit etwa 8 Jahren das Ganze betreibe. Und wie oft trainierst du dann in der Woche? Denn du hast ja schon, machst ja Leichtathletik schon auf einem sehr hohen Niveau. Ja, das variiert halt auch so von der Saison her, von den Saisonzeiten her. Momentan ist es relativ viel, weil wir viele Grundlagen jetzt legen müssen. Und also das ist dann so zwischen 9 und 11 Einheiten die Woche. Und nachher so im Sommer wird es ein bisschen weniger, reduziert sich das Ganze so auf 3 bis 4, je nachdem wie halt Wettkämpfe am Wochenende liegen. Und das heißt Stunden pro Tag oder wie? Ach, in Stunden kann ich das immer schlecht fassen. Also ich würde etwa so 3 bis 4 Stunden am Tag, würde ich sagen. Wie bekommst du denn Studium und Sport alles unter einen Hut? Denn dein Tagesablauf ist ja bestimmt ziemlich straff organisiert, oder? Ja, also über Langeweile kann ich mich nicht beklagen. Allerdings kann ich mit BWL doch alles ganz flexibel noch um mein Training herum gestalten. Also ich kann es schon so legen, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag an der Uni verbringen muss und kann das immer noch eigentlich ganz gut einbauen, dass ich genug Regenerationszeiten auch nach der Uni habe bis zum Training oder dazwischen, dass sich das nicht so überschneidet. Und dann ist es ja auch noch eine sehr günstige Lage, dass eben Uni und Olympiastützpunkt ineinander übergehen. Das heißt, die Wege sind halt auch sehr kurz. Und was waren persönlich deine Höhepunkte in deiner sportlichen Karriere bisher? Also, da der erste große Höhepunkt war eigentlich mit 17. Da bin ich das erste Mal deutsche Meisterin geworden bei der Jugend. Das ist natürlich was ganz Besonderes dann, wenn man das erste Mal. Und dann auf jeden Fall
mit der Staffel bei den U23-Europameisterschaften, ich glaube vor 4 Jahren etwa war das, da habe ich eine Bronzemedaille gewonnen und jetzt so das Größte war eigentlich jetzt wirklich die WM-Teilnahme und die Qualifikation bei den deutschen Meisterschaften im Endlauf, das war so das tollste Erlebnis eigentlich, das ich hatte und ja, bei der WM dann eigentlich so das Reingehen zum Halbfinale abends, die Stimmung war toll im Stadion, ja, das sind so ja, unvergessliche Erlebnisse eigentlich. Und wie bereitest du dich mental auf solche Großereignisse vor? Weil es ist ja schon was anderes, wenn man jetzt am Kieselhum ist im Stadion läuft oder ob man bei einer WM vor zigtausend Zuschauern ist. Also man ist natürlich aufgeregter, ist klar, aber irgendwo hilft einem das auch. Also es macht schon Spaß, wenn dann, also es ist eine ganz andere Stimmung und da muss man sich, glaube ich, gar nicht so viel dann vorbereiten. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da großartig was anderes mache, sondern diese Stimulation, die man dann eigentlich mehr hat, die kommt von ganz alleine. Mhm. Und dann wollten wir noch gerne deine persönlichen Ziele für dein Studium und im sportlichen Bereich. Was hast du da dir vorgenommen alles noch? Ja, also im Sportlichen kann ich das wahrscheinlich etwas schneller formulieren. Und zwar ist es halt nächstes Jahr auf jeden Fall die Olympiateilnahme. Und es wäre natürlich toll, wenn ich dann bei den Olympischen Spielen mit einer Bestzeit punkten könnte. Und dann mal sehen, wie weit es dann geht. Und 2009 ist ja auch noch die WM im eigenen Land in Berlin. Das ist auch noch ein ganz großes Ziel. Da bin ich auch im richtigen Alter noch. Und ja, und vom Studium muss ich sagen, da halte ich mir noch so ein bisschen die Türen auf. Und ja, hoffe jetzt erstmal, dass ich gute Noten in den Klausuren schreibe und ja, dann ein Diplom-Thema finde. Gut, vielen Dank, Tina. Wir drücken dir auf jeden Fall fest die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Auch wenn es hier keine Medaillen zu gewinnen gibt, haben wir trotzdem etwas für euch hier. Heute Abend ist in der Mensa das Oktoberfest, die Semestereröffnungsparty. Dazu haben wir 2 Karten für euch. Ihr könnt euch schon mal die Nummer aufschreiben. Die Leitungen sind zwar noch nicht frei, aber nachher gewinnt der Erste, der Schnellste. Die Nummer ist die 0681 302 49 42. Wenn ihr also nachher noch aufs Oktoberfest gehen wollt, dann passt jetzt noch gut auf. Vielleicht kommt ja noch die Antwort auf die Frage, die wir gleich am Ende dieser Sendung stellen werden. Kommen wir aber vorher noch zu einem etwas ernsteren Thema. Jeder von euch, der hier studiert, kennt wahrscheinlich den kleinen Unimarkt hier unten neben Bock und Salb. Cola oder Pfirsich-Eistee, Fleischkäse weg oder Müsli-Riegel, Chips oder Schokolade, alles, was der hungrige Studentenmagen begehrt, könnt ihr dort käuflich erwerben. Die Verkäuferinnen sind sehr nett, es gibt auch Zeitschriften und das soll sich jetzt demnächst alles ändern. Denn die Existenz dieses Lädchens ist gefährdet. So scheint es zumindest auf dem Campus zu hören zu sein. Aber wie es immer so ist bei Gerüchten, keiner weiß etwas Genaues. Und deshalb haben wir mal die Personen getroffen und genau die gefragt, wie es denn jetzt um den kleinen Unimarkt bestellt ist. Wie OrgaTV letzte Woche erfahren hat, droht dem beliebten Unimarkt das aus. Die jetzige Mieterin Scholl hat den Mietvertrag zum Jahresende gekündigt. Ich bin die Besitzerin des jetzigen Unimarkts und habe den Mietvertrag gekündigt zum 31.12. Frau Scholl geht in Rente. Trotzdem wünscht sie sich, dass der Markt weiter bestehen bleibt. Interessenten gibt es scheinbar genug. Jetzt wären Nachmieter da, die gewillt wären, hier reinzugehen. Aber Uni und die Edeka, die Besitzerin dieses Ladens ist, die werden sich nicht einig. Einig über die neue Ladenzeile neben der AC-Wiese. Die Uni möchte bis März 2009 ein Service Center auf dem heutigen Parkplatz hinter den Bushaltestellen bauen. Dieses Gebäude soll neben dem Studierendensekretariat und dem Auslandsamt auch kleine Geschäfte beherbergen. Edeka hat nun Sorge, dass dort eine Konkurrenzsituation für den Unimarkt entstehen könnte. Auf Anfrage von OrgaTV konnte Uni-Verwaltungschef Wolfgang Lorenz den Einzug eines Bäckers oder Metzgers ausschließen. Das ist ausgeschlossen. Genau, das wollte die Edeka als Zusicherung, dass die beiden Bereiche hier nicht als Konkurrenz hineinkommen, weil sie sonst keinen Pächter finden. Wie sich in unserem Telefonat mit Edeka Südwest herausstellte, liegt diese Zusicherung dem Handelsunternehmen allerdings nicht vor.
Mögliche Nachfolger sind dementsprechend vor dem Einstieg abgeschreckt. Sie haben Angst vor einer Konkurrenz in der Ladenzeile. Zwei Geschäfte auf der Universität, das rentiert sich nicht, da insgesamt ein halbes Jahr Ferien sind und so ein Laden hier sehr kostenintensiv ist mit dem Personal. Nicht nur die Studenten und Uni-Angestellten wären von einer Schließung betroffen. Eben auch die 7 Mitarbeiter müssten dann gehen. Doch bisher ist nichts entschieden. Die Entscheidung liegt bei der Uni. Sie muss der Edeka garantieren, dass keine Konkurrenz im neuen Service Center entsteht. Sonst heißt es... Und dann ist hier Schluss. Und dann wird es auf der Universität nichts mehr zu kaufen geben. Wie wir heute Nachmittag noch kurz vor der Sendung erfahren haben aus einer nicht ganz gesicherten Quelle bisher, ist der Edeka eine schriftliche Zusicherung zugekommen von der Uni, dass es im neuen Service Center wohl keine entsprechende Konkurrenz gibt. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wir bleiben für euch dran. Super, das würde ja bedeuten, dass uns der kleine Unimarkt hier unten um die Ecke erhalten bleibt und wir uns dort weiterhin unsere Brötchen kaufen können. Und Stefan, für uns ganz wichtig, da wir hier ja so einen hohen Verschleiß an Batterien haben, die können wir dort auch umweltfreundlich entsorgen. Und entsorgen müsst ihr heute Abend nichts, denn wenn ihr Lust und Laune habt, dann habt ihr hoffentlich auch jetzt aufgepasst. Denn ihr könnt bei uns Karten für das Oktoberfest heute Abend ab 21 Uhr in der Uni Mensa gewinnen. Dazu müsst ihr nur unsere kleine Frage beantworten, bei uns anrufen und der Erste kriegt dann 2 Karten für heute Abend. Die Nummer nochmal 0681 302 4942. Die 0681 302 4942 hier in Saarbrücken und die Frage lautet: Welches Treiben findet vom 31. Oktober auf den 1. November statt? Noch einmal die Nummer 0681 302 4942. Wie nennt man das Treiben, das vom 31. Oktober auf den 1. November stattfindet? Wenn ihr die Antwort wisst, dann ruft schnell an. So, Stefan, ich habe aber auch noch eine kleine Quizfrage an dich. Und zwar habe ich dem Tobi den Quizbus-Koffer geklaut. Sehr schön. Und hier habe ich die Frage für dich. Für was steht die Abkürzung ARD? A. Allgemein Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. B. Allgemeiner Rundfunk Deutschland. Oder ist es C. Allgemeines Radio Deutschland. Oder ist es D. Anstalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunkdienstes. Wie heißt die ARD ausgeschrieben? Genau. Kannst du mir nochmal sagen? Das ist A. Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. B. Allgemeiner Rundfunk Deutschland. C. Allgemeines Radio Deutschland. Oder D. Anstalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunkdienstes. Schwierige Frage, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass es A ist. Bist du dir ganz sicher? Ja, ganz sicher bin ich mir nicht, aber das klingt am plausibelsten. Du bist dir sicher, dass es Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland ist? So wie es sich anhört, ja. Kein Publikumsjoker, kein Telefonjoker. Genau, die A, ich will die A. Also kann ich A einloggen? Ja. Gut, Stefan, du bist ein helles Köpfchen. A ist richtig. ARD steht für Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Dann darfst du dir hier etwas Süßes rausnehmen. Und das ist hier in dein... Nehm mir das mit. Wenn auch ihr helle Köpfchen seid und diese Frage hättet beantworten können, dann solltet ihr in Zukunft vielleicht mal in unseren Quizbus einsteigen. Den Quizbus erkennt ihr ja daran, dass der Tobi mit seinem roten Köfferchen einsteigt und euch lustige Fragen stellt. Schauen wir uns die neueste Folge an. Wir waren letzte Woche wieder für euch
im Quizbus unterwegs. Und jetzt Quizbus. Weißt du, wo du hier eingestiegen bist? Ja, an der Universität. Ja, das ist ja nur die halbe Wahrheit, weil da ist ja auch die Quizbus-Zentrale. Und wir sind jetzt heute mit dir in diesem Bus und stellen dir lustige Fragen. Und du kannst Schokolade holen. Ich habe die Fragen alle selber getestet. Wenn ich die weiß, dann kannst du die auch. Was versteht man denn unter einer Blaupause? Ist das A. eine Kopie, B. eine asiatische Heilpflanze, C. ein Sektfrühstück oder D. die Mittagspause mit Bier? A. Nochmal? A. Die Kopie, ja. Nicht das Sektfrühstück. Nee, wäre schön, aber ist es nicht. Und das stimmt natürlich. Schokolade? Und jetzt darfst du dir nochmal Schokolade in dein Fach überlegen. Ja, auch du. Kannst du irgendwas ausschließen? So, mach mal ein Rotkäppchen, wer kommt denn da drin vor? Ja, das Rotkäppchen und die Oma. Bei Mädchen wäre nett. In der Räume kommt die bestimmt nachher retten oder so. Da hast du keine Ahnung. Dann ist bestimmt die Oma. Du nimmst die Großmutter? Und im Rotkäppchen kommen tatsächlich nur vor. Das Rotkäppchen selber, die Großmutter und der Förster hinterher. Aber der wird nicht gefressen, sondern es ist die Großmutter. Jetzt darfst du dir noch mal was aussuchen. Sagt man auf Biegen und A. bröseln, B. hämmern, brechen. Das war ja auch einfach. Bitteschön. Was versteht man denn unter einem Underkonto? Ist das A. ein aufgelöstes Konto, B. ein Treuhandkonto, C. ein überzogenes Konto oder D. das Konto vom Herrn Anders? Underkonto, A-N-D-E-R. Keine Ahnung. Also A war das aufgelöste Konto, B das Treuhandkonto, C das überzogene Konto oder D das Konto des Herrn Anders. Ein aufgelöstes Konto? B. B? B. Soll ich B für dich einloggen? Bang. Und damit hast du dir deine Schokolade von eben zurückgewonnen. Das ist nämlich richtig. Welches Hormon ist denn für das Jucken beim Mückenstich verantwortlich? Ist das A. Histamin, B. Histidin, C. Epoxid oder D. Serotonin? Ich würde sagen Histamin. Antwort A. Histamin. Soll ich dir die anderen nochmal vorlesen? Nicht richtig. Ich lese dir mal vor nochmal. A. Histamin, B. Histidin, C. Epoxid oder D. Serotonin? Keine Ahnung. Drücke los, oder? Du musst dich ja noch entscheiden, du hast ja noch nichts gesagt. A, B, C, B. Histidin? Sicher? Na gut. Ich logge das mal ein. Und tatsächlich wäre es Antwort A gewesen, Histamin. Was zuerst? Sag das erst. Ja, ich hab schon verunsichert lassen. Okay. Das ist der Trick. Und weil du jetzt was, weil du jetzt eine Antwort falsch genannt hast, nehme ich dir einen Riesen wieder raus. Okay. Was wird denn in Beaufort gemessen? A. die Erdbebenstärke, B. die Windstärke, C. Lawinengefahr oder D. Niederschlag? Was war das erste? Das A war die Erdbebenstärke. Windstärke. Windstärke? Ja. Antwort B. Antwort B stimmt. Also kannst du dich jetzt nochmal bedienen. Wenn du etwas Falsches sagst, dann nehme ich es dir raus. Wie gemein. Total. Und wir verschwinden. Danke dir. Das war also der Quizbus, wieder die neue Folge hier bei Orga TV. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann haltet einfach beim nächsten Mal Busfahren Ausschau nach dem roten Koffer. Und Tobi, der ist wieder für euch unterwegs und ihr könnt leckere Süßigkeiten gewinnen. Gewinnen könnt ihr aber nicht nur im Quizbus, sondern ihr konntet heute in unserer Sendung auch zwei Karten für die Halloween-Party in der Mensa gewinnen. Und
Die Antwort auf die Frage, welches Treiben findet vom 31. Oktober auf den 1. November statt, ist natürlich die Antwort Halloween. Und gewusst hat das der Stefan Lindberg aus Saarbrücken. Herzlichen Glückwunsch an dich, Stefan. Du kannst heute Abend auf dem Oktoberfest abfeiern. Ab 21 Uhr geht's da los. Jeder kann natürlich auch noch vorbeischauen, der jetzt nicht gewonnen hat. Die Karten gibt es noch an der Abendkasse. Das war unsere Sendung von OrgaTV für diese Woche. Wir hoffen, euch hat diese Sendung gefallen. Ihr findet wie immer alle Links und Nachrichten noch einmal auf unserer Homepage orga.tv. Und dort könnt ihr uns auch Feedback schicken oder einfach an studio@orga.tv. Feedback, wie fandet ihr diese Sendung? Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt um 18.18 Uhr am Mittwoch, OrgaTV. Bis dahin eine schöne Woche. Tschüss.